Geduldig, liebevoll und genau erschaffen sie ein prachtvolles Sandbild, ein Mandala. Wenn es fertig ist, wird es die ganze Platte bedecken. Ein fragiles Kunstwerk zu Ehren des Buddha. Ein Mandala symbolisiert einen Tempel, den Wohnort des Buddha. Die tibetischen Mönche arbeiten schon seit Tagen an diesem Sandmandala. Immer wieder kommen Interessierte vorbei und beobachten, wie die Ornamente gestreut werden. Die 6 Mönche sind auf Europareise. Sie sammeln Spenden für ihr Kloster und wollen mit ihrem Besuch ein Zeichen des Friedens setzen. Unsere Meditationen, die Gebete und auch das Mandala sind für die Harmonie der Lebewesen und den Weltfrieden. Morgen Abend wird das fertige Sandmandala in einer feierlichen Zeremonie gesegnet. Anschließend wird das Bild zerstreut und der Sand in ein fließendes Gewässer geschüttet. Die Mönche freuen sich über Besucher im tibetischen Kulturzentrum Hannover.